Steigen Sie ein in den Eichfeld-Bus und erfahren Sie an 38 Haltestellen einen Galerierundgang der anderen Art. Vergangene Woche lud der Eichfeld-Bus zur rollenden Vernissage durch das künstlerische Eichfeld. Dabei konnten die Fahrgäste gemeinsam mit den Künstlern aus der Region eine Fahrt der besonderen Art erleben. Die Citylights bei den Bushaltestellen verwandelten sich in eine Outdoor-Galerie von Knittelfeld bis Judenburg. Der Eichfeld-Bus brachte die kunstinteressierten Fahrgäste zu den Standorten. An den Haltestellen entlang des Eichfeld-Bus-Streckennetzes stellen während des Novembers 20 regionale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Das Kunstprojekt Artline 123 war eine Idee von Markus Hauser. Herr Hauser, der Eichfeld-Bus verbindet die Künstlerinnen der Region. Wie ist man eigentlich auf diese einzigartige Idee gekommen? Ja, das Slogan des Eichfeld-Bus heißt, wir verbinden die Region. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was kann man wirklich in der Region verbinden. Und da war die Idee eben, dass man die Künstler der Region zwischen Knittelfeld und Judenburg verbindet und da eine gemeinsame Galerie macht. Und da bieten sich natürlich unsere Haltestellen an, dass man da an den Haltestellen die Bilder der Künstler der Region ausstellt. Nach welchen Kriterien wurden die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht? Ich habe da auf die Sabrina Redhead vertraut. Sie war unsere Kuratorin da in diesem Projekt. Sie kennt die Region, sie kennt die Künstler der Region. Und sie hat da die Auswahl getroffen. Also sie sollten schon einen regionalen Bezug haben und wirklich aus dem Eichfeld kommen. Das ist ja heute keine einmalige Aktion. Die Bilder sind ja noch länger zu betrachten. Die Bilder sind im ganzen November über zu betrachten. Und die Bilder sind ja auch auf einem unserer Busse oben. Und dieser Bus wird jetzt ein Jahr lang unterwegs sein mit den Bildern der Künstler der Region. Wir haben es vorhin schon angesprochen und im Bus gehört. Der Eichfeld-Bus hat viele Ideen, viele kreative Ideen. Welche Ideen hat man noch für die kommenden Jahre? Ja, wir werden schauen, dass wir den Gedanken der Verbindung in der Region weitertragen. Und da gibt es viele Sachen, die wir noch verbinden können. Sei es Blaskapellen oder Kindergärten. Irgendwas wird uns sicher einfallen, dass wir da diesen Gedanken weiterspinnen werden in Zukunft. Auch die Künstlerinnen und Künstler waren von dieser Idee begeistert. Ja, die Idee ist hervorragend. Es ist einmal eine andere Art der Präsentation von Bildern, die fotografisch umgewandelt wurden und präsentiert werden für ein Publikum, das so im Vorbeigehen auch Kunst erleben darf. Und Sie werden sehen, die Kunstwerke sind hier im ganzen Eichfeld installiert, den ganzen November. Das heißt, für alle Kunstinteressierten, Sie können natürlich mit dem Eichfeld-Bus den ganzen November die Kunstwerke bestaunen. Mit dieser Aktion beweist der Eichfeld-Bus seine Verbundenheit mit der Region. Er verbindet nicht nur 5 Gemeinden, mehr als 60 Haltestellen oder Einrichtungen von A bis Z. Jetzt verbindet er auch 20 Künstler und Künstlerinnen der Region. Die 5 Eichfeld-Gemeinden Knittelfeld, Judenburg, Zeltweg, Spielberg und Vohnsdorf sind seit über 20 Jahren durch den Eichfeld-Bus stark zusammengewachsen. Frau Redhead, wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen und nach welchen Kriterien haben Sie die Künstlerinnen und Künstler ausgewählt? Ja, ich habe die Künstler nicht nach ihrer Biografie ausgewählt, sondern nach den Werken. Ich bin zu ihnen nach Hause gefahren, wir haben stundenlang Mappen durchgeschaut, Bilder angeschaut und dann habe ich mir eben die Werke ausgesucht, 20 Stück. Was ist das Besondere an diesen Werken? Warum sprechen diese Werke die Gäste des Eichfeld-Busses an? Naja, das Besondere, ich meine, Kunst ist zwar keine Geschmackssache, das ist jetzt irgendwie falsch, also diese Meinung vertrete ich nicht, aber ich wollte halt schauen, dass von jeder Technik, was vorhanden ist, und jetzt haben wir Computergrafik, einen bekannten Grafiker aus der Region, oder wir haben Ölmalerei, Acrylmalerei, Aquarell, Linolschnitte, ich wollte halt schauen, dass das Facettenreiche der Region rüberkommt und habe eben von verschiedenen Techniken Werken ausgesucht. Die alle 5 Gemeinden überspannende Outdoor-Galerie nimmt nun diesen verbindenden Charakter des Eichfeld-Busses auf.